Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dem schönen Weihnachtsspielchen Crimson Snow. Es ist die Weihnachtszeit, es ist besinnlich, der Weihnachtsbaum steht, wie ihr seht, und schön am Lagerfeuer darüber hängen die Strümpfe oder die Söckchen. Ja, die Geschenke sind auch schon da, das Christkind war bestimmt schon da und ja, ich würde sagen, ich drücke ein neues Spiel und dann schauen wir mal, was uns da erwartet. So. Es kann doch nur schön werden, oder? Es kann doch eigentlich nur zauberhaft werden. So. Okay. Also, da... Okay, ich muss mal eben V-Sync anmachen. Entschuldigung. V-Sync ist nicht an. Wo ist da V-Sync an? Anwenden. So. Ah, ja, schon besser. Oh, das Telefon klingelt. Wer ruft mich denn jetzt an zu Weihnachten? Ach, das ist unser Schlafzimmer. So. Wer ruft denn da an? Es ist Joyce. Hi, Joyce. Hi. Hey, Joyce, hauptsächlich Papierkram und TV-Serien, oder? Du kennst mich doch, Joyce. Jeden Tag in vollen Zügen genießen, genau. So you have watched The Office again, but this time with a regular Coke instead of a diet. Ja. Ooh, you're such a risk-taker, Mark. I like that in a man. We've already finished negotiations, so I'll be home sooner than you think. I took a bunch of pics, just like you asked. Let me send you one right now. What do you want to see? My photo in the mountains or from the pool? I forgot to say, that hotel had a luxurious swimming pool. Das Foto in den Bergen? Ein toller Swimmingpool, selbstverständlich. Will ich... Ich will den Pool sehen! Yeah, klar! Sure. You just want to see the pool. Ja. And seeing me in a swimsuit has absolutely nothing to do with it. Ja. Huch. Oh. Oh. Hallo, Twitch. You should have gone with me. I know that you don't like meeting new people, but I'm worried about you, Mark. I'm pretty much the only person you talk to. It's Christmas Eve and no one's even congratulated you yet. Hm. Oh. Gar nicht wahr. Ich habe heute einen Brief bekommen, oder? Ich wette dagegen, denn ich habe einen Brief bekommen. Ich weiß nur nicht, was drin ist. Ich mach mal hier den hier. Did someone write you a personal letter? That's so cool. Open it up and tell me what's inside. Ja. It's near the entrance, right? Ja. Liegt am Eingang. Ach so, ich muss jetzt losgehen oder was? Ach so, ja, Crimson Snow, was? What's inside the envelope? Ich weiß nicht, was drin liegt. Wie schön das hier ist. Was? Du bist Flexi? Was? Flexi, du bist Rückblick Twitch Platz Nummer 1. Oh, danke da, Cookie. Was? So streamt er doch gar nicht, dass er vorbeikommen kann. So aus dem Kostüm wie das, ja. Ich weiß nicht, wo die Eingangstür ist. Entschuldigung, ich bin noch ein wenig, ich kann übrigens nicht rennen, glaube ich zumindest. Entschuldigung, Honey, ich habe mich verlaufen im Zimmer. Ich gehe im Klo. Ich muss gucken, wo der Eingang ist. Warte. Kleinen Moment. You lost the letter, haven't you? I would laugh at you if I didn't lose my phone around 4 times a day. Ja. You need to look near the front door. Ja. Ja. Ah, hier. Ah, ja, hier. Merry Christmas. Liebling, du fehlst mir so sehr. Es ist wirklich schade, wie es zwischen uns ausging. Ich bin bereit, uns eine zweite Chance zu geben. Oh, und ja, vielleicht hab ein paar Dummheiten gemacht, aber das ist probably on the drawer or cabinet by the door. Das wird sich nicht wiederholen. Großes Ehrenwort. Lass uns alle gemeinsam, was? Lass uns alles gemeinsam besprechen. Okay. Ah, da kann man sogar draufklicken. Okay, lassen. Well, who's it from? What did they write? Irgendwas vom Finanzamt. Ist eine Postkarte von meinen Eltern. Oh nein, wir lügen. Oh, das ist nicht gut. Ist eine Postkarte von meinen Eltern. That's so nice. Das ist nicht gut. I thought you stopped communicating with them. It's so good that I was wrong. By the way, about communication, please go up to your... Sie haben gelogen. Joyce freut sich für sie. Nein, was? Ich wollte das nicht. Oh. 253 Stunden habe ich schon gestreamt in dem Jahr. Holy shit. Was mussten wir denn jetzt machen? Joyce, helf mir mal. Ich weiß jetzt gar nicht, was Phase war. See anything from the first floor. Go upstairs and look through your bedroom window. Ich finde den Baum voll cool. Okay.
Oh Gott, das nimmt kein gutes Ende, wenn wir hier lügen. Das Haus kommt mir von der Architektur sehr bekannt vor. Das haben wir, glaube ich, schon mal in irgendeinem anderen Horror-Game gesehen. Das ist, glaube ich, irgend so ein Asset. So. Did you lose your bedroom? I mean, sure, you only recently moved in. But it's time to remember the rooms of your own house. Ach da! Or is this it? Well, what do you see? Ich sehe ein Licht. Sieht aus, als würde meine Freundin sich ein Lichtspielchen treiben. Du bist angekommen? Warum hast du nicht angerufen? Hättest du dich auch vom Flughafen abholen können? Ja. Isn't it obvious? I wanted to surprise my boyfriend for Christmas. Ah. Luckily, the plane landed before the storm started. Now, on to the second part of my surprise. But first, show me your festive mood. Ja, wir sind in Festtagslaune. Vielleicht sollte ich gleich zu dir. Hold on a second. No, 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 Mr. Grinch. Show me your Christmas spirit first. You had sparklers in your closet, didn't you? Light them up in front of this window. Im Schrank hatte ich Wunderkerzen. Wo habe ich denn meine Wunderkerzen? Welchen Schrank? Hier? I'm sorry, I didn't come to your home right away, but I had to prepare something. No. You'll see it for yourself soon. Ja, Honey. Hallo, Joyce. So, sind das Wunderkerzen? Handfackel. Diese Handfackel ist mächtiger als eine gewöhnliche Wunderkerze, aber immer noch in der Hand haltbar. Könnte nützlich sein. Ich muss sie am Fenster anzünden. If you find the sparklers, light one of them up by the bedroom window so I can see it. Ich nehme ein paar mehr mit. Da liegt noch eine. So. Wie kann ich die anzünden? Wie geht das? Wie mache ich das? Mit F. Hier! There it is! Now I can feel the Christmas spirit. Alright, here's the second part of the surprise. Do you remember that French wine you wanted to buy? Until you saw the price tag? Today, we'll try it out. Woo. I also got some fireworks. Geil! So, take your sparklers and come over. Let's celebrate Christmas together. Ja. By the way, I brought you a present. Did you get me something too? So neugierig? Ich müsste erst den unteren Baum wegnehmen und ich sag dir nicht, was es ist, oder? Ein Geschenk? Tut mir leid, ich hätte nicht erwartet, gemeinsam zu feiern. Come on, don't pretend that you haven't planned something. I know that you were preparing for the holidays even before my trip. It's probably already under the tree, so take your secret gift and come over. Ich soll, okay. The longer you wait, the greater the chance that I'll drink all your wine by myself. Take your gift and come to see me. Okay. It's under the tree, isn't it? Ja, ist doch gut. Ja, Honey, ich komme. Ich musste gucken wie den Baum. Warte. Sollte vielleicht nochmal aufs Klo gehen vorher. Hier auf die Gästetoilette. Was? So. Da ist aber nix. Are you sure that you have a present? Nein. I won't be upset if you didn't buy one. It's just... Well, I thought it was going to be a special night. No. Look under the tree, okay? Ich habe diesen Ehering vor einem Monat gekauft, aber fand noch keine Gelegenheit für den Antrag. Wird sie ja sagen? No. If you found the gift, come see me already. Oh, das ist so schön. No. Na dann, gehen wir mal rüber zu unserer Freundin. Ja. Ich komme. Okay, bis gleich, Schatzi. Ich sehe gar nichts mehr. Ja, ich komme. Ah. Ah, Gott, ist das stürmisch. Warum komme ich nur auf so tolle Ideen? Ah, so, da sind wir auch schon. So, wieso ist die Tür denn offen? Ah, ich mach die mal zu. Ah, Gott. Ist das kalt. Oh Gott, erst mal Tür zu. Honey, ich bin da. Oh, wie süß. Hier gibt's Kekse. Oh, und ein Glas Milch. Für den Weihnachtsmann. Na, oh, Honey. Ich bin da. Da, 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 da. Oh, wie schön das ist. Hä, wie cool.
Mit der Musik vor allen Dingen auch. Ich möchte nicht, dass es aufhört. Es ist so schön. La 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 la. Oh, wie geil. Merry Christmas, everyone. So. Honey? Huch. Honey. Honey, ich hab dein Geschenk. Huch. Honey? Honey, lauf doch nicht weg. Ich bin hier. Oh, wie schön der Baum ist. Ist das derselbe Baum? Hä, wie geil. Das ist voll schön. Was? Joyce. Ja, Joyce, hi. Where are you? Did you sink into the snow? Hurry up, I'm getting tired of waiting. Ich bin doch schon da. Ich bin schon im Haus, aber ich sehe dich nirgends. What does inside your house mean? I'm standing at the door and I didn't see you come in. Was? Hey, Santa, it looks like you broke into the wrong house. Oh oh. Get out of there before Joyce? What? Joyce? Ich bin ins falsche Haus gelaufen? Wie kann mir das denn passieren? Das ist nicht gut, dass die Kerze dort auf dem Holz liegt. Das ist ja ganz toll. Wo ist die schöne Weihnachtsstimmung hin? Oh Gott, warum spiele ich sowas? Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Da. Ist, glaube ich, niemand, oder? Okay, da ist zu dunkel, da gehe ich nicht hin. Gibt es hier Licht? Kann ich hier Licht mitnehmen? Eine Kerze oder so? Honey, ich hatte dein schönes... Vielleicht können wir den Ehering jemand anders schenken. So. Was macht der da? Oh Gott. Oh Gott, mein Gott, was? Ich bleib jetzt hier. So. Nö. Nein. Auch wenn ich im anderen Haus bin, ich bleib jetzt hier unterm Tisch. Nö, ich spiel nicht weiter. Nö, sehe ich nicht. Ich kauere mich einfach hier drunter. Bis morgen. Ach, mit F kann man... Ach ja, mit F kann man ja die Fackel anmachen. Oh Gott. Oh Gott, ist das furchtbar. Hallo? Honey? Ich muss einfach nur zu Hause. Honey, bist du's? Das nicht mehr weiter. Oh Gott, ist das furchtbar. Oh Gott, wer war denn? Wer stand denn da? Hallo? Hallo? It's Christmas. Jolly Holly und so. Oh, oh. Pff. Wie viel haben wir da? Was? Blöder Fernseher. Alter, wie kann man nur ins falsche Haus laufen? Hä, aber voll gut gemacht eigentlich, ne? So die Idee mit der Story. Was? Achso, der Fernseher spiegelt. Ich dachte schon. Na, wer ist denn die illustre Dame? Können wir uns drauf einigen? Ich hab einen Ring. Wir beiden hier so zusammen? Das sieht doch gut aus. Hast du schon hier diniert? Hier liegen Tabletten rum, glaube ich. Hallo? Oh nein, wer ist das denn? Ein älteres Ehepaar. Merry Christmas. Ah, die Postkarte habe ich doch schon einmal gesehen. Eigenartig. Tut mir leid, aber ich schaff's nicht bis Weihnachten zurück. Dämliche Arbeit. Feier bitte ohne mich. Oh oh. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich Joyce
Bilder, dass Joyce diese Bilder hatte. Ich habe ihre Eltern anders in Erinnerung. Das ist deine Ex, die hatte wohl Bock auf dich. Ich glaube auch. Honey, Entschuldigung, dass ich nie den Abwasch gemacht habe. Es tut mir leid. Ich werd mich bessern im neuen Jahr, versprochen. Aber lass uns gemütlich Weihnachten feiern. Oh Gott, dieser Flur. Dieser Flur erinnert mich so extrem an PT gerade. Warum sind hier Löcher in der Wand? Und da geht's nach Thüringen. Ja, das hört sich doch gut an. So, lesen wir mal. Das ist nicht die Handschrift von Joyce. Irgendwer hat mich hier erwartet. Alles wird heute passieren. Es wird unser perfekter Tag. Er ist bald da, also muss ich mich vorbereiten. Ein Kleidchen, ein Weihnachtsbaum, Festtagsschmuck, Feuerwerk, der Ring. Er darf nicht entkommen, er ist bereits hier. Was? Honey, are you there? Nein. Ich hab mich im Haus vertan. Oh, sie hat rotes Haar. Schüttel dein Haar für mich. I see you. Was? Alter, die guckt unter Tische. Das ist gemein. Oh nein, nein, bitte guck nicht hier runter. Nein, Alter, hat die Fingernägel. Oh Gott, oh Alter, du bist so Maniküre. Definitiv. Du bist definitiv zu Maniküre, Schatz. Was ist mit dir los? Oder hat die da so ein Tuch um? Die steht da, ne? Die Sau. Was? Ich spiele das nicht mehr weiter. Nein, auf keinen Fall. Was spiele ich hier eigentlich? Was? Alter, die campt da rum. Die Sau. Die campt da einfach rum. Was soll denn das? Wieso campt die da rum? Hä, voll die Camperin. Was soll denn das? Wie soll ich denn jetzt hier rauskommen? Are you okay, Annie? Das müssen wir auch noch spielen, das DLC, ne? Das war ja auch so weihnachtlich. Hat da Cookie uns das nicht geschenkt gehabt, das DLC von Are you okay? Ist sie noch da? Oh Mann, ich muss pinkeln. Ja, in Real Life. Ich will mich gern ducken, aber es geht, glaube ich. Die steht da. Hä, wie soll ich denn hier wegkommen? Kann ich die Tür zumachen? Alter, die schärft ihre Fingernägel. Okay, wenn ich hier drin bleibe, passiert mir nichts, ne? Was? Du hast das Game Audio Support? Was? Ich würde mal eben eine Pinkelpause. Ich gehe mal eben unterm Tisch. Ich mach mal eben eine Pinkelpause. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.